Hallo Christian, nächstes Heimspiel und zwar das Topspiel am Freitagabend auf dem Biberer Berg gegen die Stuttgarter Kickers. Wir sind weiter ungeschlagen nach dem 3-0-Sieg in Trier. Dein Wort zum Gefüge in der Mannschaft momentan bitte. Ja, ich glaube, dass das Gefüge innerhalb der Mannschaft sehr gut ist. Das sieht man an den Ergebnissen. Man sieht, wie die Mannschaft auftritt. Man hat auch gesehen, dass wir schon auch unsere Probleme in Trier hatten, aber trotzdem stehen die Seite an Seite, unterstützen sich in allen Belangen und am Ende ist es dann trotzdem ein souveräner 3-0-Sieg. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende des Tages zählt. Wir wollten eine gute Ausgangssituation haben, dass wir dieses Topspiel jetzt haben. Das haben wir geschafft. Das muss man jetzt auch sagen. So in der gesamten Saison hat immer wieder die Mannschaft das auch so hingekriegt, dass wir tolle Heimspiele haben, ja, und vor allen Dingen auch vor einer tollen Kulisse, dass wir Freitag uns alle drauf freuen können auf so ein Topspiel. Wie schon angesprochen, Erster gegen Zweiter jetzt gegen Stuttgarter Kickers, vor hoffentlich toller Kulisse. Kartenverkauf läuft gut, sind momentan bei, ich glaube, 6.700 verkauften Tickets im Vorhinein. Was sind deine Erwartungen? Die letzten beiden Spiele gegen Stuttgarter Kickers denkbar knapp verloren. Was sind deine Erwartungen und Wünsche an das Spiel am Freitagabend? Ja, meine Erwartungen sind, dass wir genau das machen, was wir in den ganzen anderen Spielen auch gemacht haben. Dass wir versuchen zu begeistern mit Einsatzwille, mit Zweikampfverhalten, mit Bällen an der Außenlinie mal abgerätschen. Alles, was dazugehört, um so ein Spiel am Ende zu gewinnen, um die Zuschauer auf unsere Seite zu ziehen. Ich glaube, das ist ja das Bild, was aktuell die Mannschaft auch abgibt und auch die Zuschauer honorieren und die Fans auch honorieren. Und genau das ist meine Erwartungshaltung. Gar nicht, dass da 1-2 spielt, das ist der 8. Spieltag. Und ist jetzt eigentlich noch völlig egal. Ja, es sind viele Sachen zwar immer richtungsweisend, aber du musst halt auch so eine Spiele ein Stück weit auch genießen können und aber auch viel dafür tun, dass du es genießen kannst. Wir müssen trotzdem auf die blauen Kickers zu sprechen kommen. Auch sie sind noch ungeschlagen in der Saison, 15 Punkte, also punktgleich etwas schlechteres Torverhältnis als im Gegensatz zu uns. Wie schätzt du die Stuttgarter Kickers ein? Ja, ich glaube, mit sehr viel Pech, letztes Jahr nicht aufgestiegen. Im letzten Spiel hätten sie es klar machen können, über die gesamte Saison oben gestanden, hat deutlich ihre Stärke gezeigt, haben jetzt mit Marco Wildersen einen neuen Trainer, also auch nochmal eine neue Grundidee und wir wissen ja selber, wie die Liga ist, wie eng diese Liga ist. Auch, dass bei den Kickers aus Stuttgart das ein oder andere Spiel ein bisschen holprig war. Aber trotzdem stehen sie wieder da oben drin. Haben jetzt im Pokal gegen Freiberg verloren. Das ist jetzt auch keine Schande. Man kann auch gegen Freiberg verlieren, sicherlich. Das ist ja das, was ich immer wieder sage, wie eng diese Liga halt auch ist. Aber trotzdem ist es eine Mannschaft, die einen Anspruch hat, die wieder oben rein will, die sicherlich, wenn man letztes Jahr Zweiter geworden ist, das nochmal toppen will. Und wir kommen aus einer ganz anderen Situation. Ja, für uns ist es erstmal neu, auch da oben zu stehen. Und wir müssen uns ja auch da erstmal behaupten. Deswegen ist so die Erwartung an diesem Spiel, dass da aktuell in der Situation zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die ein gutes Bild abgeben. Und ich hoffe, dass es einfach ein geiles Spiel wird für die Zuschauer, für alle drumherum. Und dann mit einem besseren Ausgang, wie es halt in den letzten beiden Spielen war. Zum Abschluss bitte noch einen personellen Überblick, vielleicht auch gerade mit Blick auf Vincent Moreno, ob er wieder im Training ist. Ja, Vince ist wieder im Training. Ja, man merkt ihn aber deutlich noch an, so die Mandelentzündung, dass die auch so ein bisschen Spuren hinterlassen hat. Dass er körperlich nicht nur bei 100% ist, das müssen wir, wie gesagt, heute und dann selbst morgen früh auch nochmal abwarten. Der trainiert ganz normal, der wird auch im Kader stehen. Ob es dann auch für die erste Elf reicht, das müssen wir dann entscheiden im Trainerteam. Und die drei Langzeitverletzten, ist klar, die fallen aus. Ansonsten sind alle wieder soweit auch im Training. Danke dir, Christian. Gerne.